Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Gothic 5 Fanchannel bzw. auf dem Kanal, auf dem es, um Gothic 5 Risen 3 Piranha Bytes und Deep Silver geht. Ohne Spaß, Leute, ich bin geflasht. Ich bin einfach nur geflasht. Ihr alle kennt Risen. Ja, ihr alle kennt das wunderschöne Projekt Risen von Piranha Bytes und, jeder hat es bestimmt gespielt und jeder hat es bestimmt irgendwie gefeiert. Jeder hat es so als, Gothic angesehen, würde ich mal sagen. Ich habe das Spiel gefeiert, bis ins Geht nicht mehr. Ich habe es so oft durchgespielt, ich habe es so geliebt einfach nur. Endlich. 2009 kam es raus. 4 Jahre später eine Mod. Ein komplett neues Spiel. Neue Karte. Neue Gespräche. Neue Personen. Neu. Einfach nur neu. Ich will nicht viel sagen, Download-Link bzw. Thread-Beitrag auf World of Risen in der Videobeschreibung, der World of Players, also World of Risen, World of Players, die Stars, Ananas, in der Videobeschreibung, dort könnt ihr es euch downloaden. Ohne Spaß, Leute, tut das und spielt es. Ihr braucht nur Risen dazu und eben dann das Ding, was ihr euch da downloadet. Es ist seit einem Tag draußen, 21.11. war der Release. Ich bin mich so am Freuen. Wer es sich nicht downloaden will, und aber trotzdem wissen wir, um was es geht, in der Videobeschreibung, beziehungsweise hier rechts am Rand irgendwo, habe ich mal das Video verlinkt, den ersten Part von diesem Angezocken, das ich gemacht habe auf meinem Kanal. Ich habe es noch nicht durchgespielt, komplett. Ich habe was von 30 Minuten gelesen, Spieldauer, aber das stimmt nicht. Es ist deutlich länger, glaube ich. Ich bin jetzt erst bei 20 Minuten, habe den ersten Part und habe noch lange nicht alles gesehen. Ohne Spaß, Leute, es ist mega, mega episch. Ich freue mich so. Ich kann es nicht fassen. Jedenfalls, wer es also sehen will, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Müssen Sie hier rechts am Rand einfach mal klicken. Und ich möchte auch nicht viel um den heißen Brei rumlabern. Ich finde es mega geil, was sie gemacht haben. Ich kann jetzt schon mal als kleines Fazit sagen, wo ich es noch nicht ganz gespielt habe, dass es mega, mega geil ist, diese Mod. Und dass sie auf jeden Fall gespielt werden muss. Von jedem, der Gothic liebt, von jedem, der Risen liebt. Also es muss gespielt werden. Vielleicht hype ich es auch ein bisschen arg, weil ich einfach Risen-Fan bin, aber es muss sein. Es muss einfach sein. Ne? Also, Leute, damit würde ich mich auch schon verabschieden. In der Videobeschreibung findet ihr so einmal nochmal den Link zum World of Players, bis zum World of Risen-Beitrag, wo der Download-Link ist. Ihr findet einmal in der Videobeschreibung den Link zu dem Angetestet, bzw. zu dem Let's Play, das ich gemacht habe, über die Mod. Ja. Und ihr findet natürlich auch einen Link zur Facebook-Page von Risen 3. Denn ich bin so am Spekulieren, dass doch eher Risen 3 bald mal rauskommt. Ja. Und auch zu Gothic 5 zu den Seiten, die halt verknüpft sind mit diesem YouTube-Kanal. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Zocken. Und ganz wichtig, schreibt mir hier unter dieses Video, was ihr denn davon haltet, von dieser Mod, oder falls ihr schon durchgespielt habt, also bitte keine Spoiler, aber falls ihr schon durchgespielt habt, schreibt mal drunter, was ihr denn davon haltet und ob sie geil findet oder nicht, und das war's dann auch schon. Also haut rein, bis dahin, bis dann, tschüss Sikowski, bis dann und haut rein.